Es ist wieder Sonntag, liebe Theaterfreundinnen und Theaterfreunde. Und das heisst, es ist wieder Zeit fürs Stück von der Woche. Und heute, da wird's very British. Cheers. Da sind wir wieder zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich habe es euch versprochen, das Mal gibt es eine britische Komödie. Und zwar die da. Nicht meine Leiche von Jack Smith. Der Jack Smith ist ein junger britischer Autor und Nicht meine Leiche, das ist sein Erstlingswerk. Das ist eine britische Komödie und ganz in dem Stil hat es auch ziemlich viel schwarzen Humor drin. Die Komödie die spielt nämlich in einem Bestattungsunternehmen. Und darum hätte ich auch gerne die Stückvorstellung in einem Bestattungsinstitut gedreht, weil dort ist nämlich immer totenstill. In dem Stück geht es um den David Berger. Er will heiraten. Aber wie es halt so ist, hat er am Abend vor der Polterabend gehabt und der ist recht überbordet. Er hat 1000 Stutz dabei gehabt, den Polterabend, um am nächsten Tag noch den Ring zu kaufen, quasi in letzter Minute. Das Problem ist, er hat das ganze Geld verspielt. Und um wieder an das Geld anzukommen, da hat er an einer ziemlich zwielichtigen Person angegeben, er würde mit Drogen handeln und ja, hat dann von dieser Person auch 1000 Franken bekommen. Das Problem, das er jetzt aber hat, ist, dass der Kofowski, der Kolossos, der Gangster, dass der das Geld jetzt wieder zurückhaben will. Er kommt auf die glorreiche Idee, dem Gangster die falsche Adresse zu geben, nämlich die Adresse von seinem besten Freund, der ein Bestattungsunternehmen hat. Und dort wird sich der David einfach als Leichen ausgeben. Also rührt er sich ein paar Tabletten rein, ist für den Moment außer Gefecht, doch anstatt dem Kozel Gangster taucht plötzlich seine zukünftige Frau auf. Und die sieht ihn tot dort liegen und ja, könnt euch vorstellen, da bricht für sie eine Welt zusammen. Und ihr könnt euch vorstellen, das gibt ein riesen Chaos in dem Bestattungsunternehmen und am Schluss weiß man kaum mehr, wer ist überhaupt tot und wer ist lebendig. Das Stück bietet also sehr viele Verwechslungen, sehr viele lustige Sprüche. Was mir sehr gut gefällt, ist auch das Bühnenbild. Wie gesagt, es spielt im Bestattungsinstitut und so, ja, so eine Kulisse hat man nicht alle Tage. Und für wen eignet sich das Stück? Es ist eine schwarze britische Komödie, das muss man gerne haben, das muss man auch gerne spielen. Es ist jetzt aber nicht so, dass es voll ins Makabere abdriftet, aber es hat natürlich schon Sprüche, wo der englische schwarze Humor sehr gut auf den Punkt bringt. Und wenn ihr jetzt mehr wollt erfahren zu dem Stück Nicht meine Leiche, dann haben wir natürlich wie immer die Leseprobe für euch verlinkt. Und natürlich nimmt es mich wie jedes Mal Wunder, was sind eure Meinungen zu dem Stück? Schreibt es doch da unten in die Kommentare. Das war es schon wieder mit der Stückvorstellung dieser Woche. Ich danke euch, liebe Theaterfreunde, fürs Zuschauen und wünsche euch ganz einen schönen Sonntag. Macht's gut!